Es ist die politisch brisanteste Passage im heimlich gefilmten Video von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus. Über die wollen wir jetzt berichten. Jener Teil nämlich, in dem Strache von Großspendern der Partei spricht. Er erzählt, wie deren Spenden über einen Verein geschleust werden sollen, der nicht vom Rechnungshof kontrolliert wird. Das Nachrichtenmagazin Profil berichtet heute von einem Verein im Umfeld der FPÖ, der bisher entgegen seines Statuts unauffällig geblieben ist. Auch ein Team der Zeit im Bild 2 recherchiert seit Bekanntwerden der Videos die Aussagen des damaligen Parteichefs. Ein bekannter Geschäftsmann bestätigt nun, dass ZIB 2 im Frühjahr 2017 von Heinz-Christian Strache und Herbert Kickl gebeten worden zu sein, genau für diesen Verein zu spenden. Es ist die große Frage, die das Video von Heinz-Christian Strache hinterlässt. Gibt es einen Verein, über den die FPÖ Spenden sammelt, oder hat Strache das einfach nur erfunden? Es gibt ein paar, und das sehr Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Das ist nur jetzt überall. Die zahlen nicht an die Partei, sondern an einen gemeinnützigen Verein. Okay, Beispiel. Das musst du erklären, Verein. Ich habe schon vorher gehört. Du musst erklären, dass das nicht bei der ZIB 2 meldet sich ein bekannter österreichischer Geschäftsmann, der anonym bleiben möchte. Er berichtet von einem Treffen mit Heinz-Christian Strache und Herbert Kickl im Frühling 2017. Kickl und Strache fragen, ob er die Partei finanziell unterstützen möchte. Strache habe vorgeschlagen, die Spende über den Verein Austria in Motion laufen zu lassen, sagt der Geschäftsmann. Markus Czank meldet sich später bei dem Geschäftsmann. Czank ist FPÖ-Nationalratsabgeordneter und damals Kassier des Vereins. Er schickt dem Geschäftsmann diese Unterlagen. Es ist die Kontonummer des Vereins Austria in Motion und das Vereinsstatut. Mit Zielen wie Förderung des Österreich-Patriotismus oder Kampf gegen Korruption und Machtmissbrauch. Erreicht werden sollen die Ziele mit Vorträgen oder Diskussionsabenden, nur der Verein tritt in der Öffentlichkeit derzeit nirgends auf. Der Geschäftsmann spendet letztlich nichts. FPÖ-Abgeordneter Markus Czank schreibt der ZIB 2: In meiner Verantwortung als Vereinsorgan haben weder direkt noch indirekt Zahlungsflüsse an Parteien oder parteinahe Organisationen stattgefunden. Der Verein hat seinen Sitz hier im 18. Wiener Bezirk. Markus Czank hat seine Kassierfunktion mittlerweile an Alexander Landbauer übergeben, Bruder von FPÖ-Niederösterreich-Chef Udo Landbauer. Aktueller Obmann ist Markus Braun, Geschäftsmann und FPÖ-Vertreter im ORF-Stiftungsrat. Er bestätigt gegenüber der ZIB 2, dass der Verein bisher lediglich Spenden gesammelt habe und sie erst für Universitätsstudien ausgeben wolle. Er bestreitet, dass jemals Geld aus dem Verein an eine Partei geflossen ist. Es gebe weiters keinen Zusammenhang mit dem Strache-Video. Strache nennt in dem Video Spender wie den Glücksspielkonzern Novomatic oder Immobilieninvestor René Benko. Die genannten bestreiten, Geld an die FPÖ überwiesen zu haben. Ein Sprecher von Benko bestreitet auch Geldflüsse an den Verein Austria in Motion. Von Novomatic erhalten wir heute keine Antwort und auch von der FPÖ gibt es heute dazu keine Stellungnahme. Wir bleiben dran.